darf ich bei uns ganz herzlich Dr. Anja Nordmann vom Deutschen Frauenrat begrüßen. Aber lasst mich eins, bevor Anja ihre Grußworte sagt, noch sagen. Wir feiern dieses Jahr 100 Jahre Frauenwahlrecht. Ich sage, gut gekämpft, Schwestern! Frauenrechte gemeinsam verteidigen. Unter diesem Motto marschieren wir heute im feministischen Block. Ob Women's March in den USA, die schwarzen Montagsdemonstrationen der Polinnen oder die Proteste der Frauenrechtlerinnen in der Türkei. Sie alle haben vorgelegt. Das sind großartige und mutige Aktionen des Widerstands gegen selbstgefällige männliche Macht. Diese Aktionen führen uns vor Augen, wie grundsätzlich und überall die Menschenrechte von Frauen, ihre körperliche und psychische Unversehrtheit gefährdet sind. Ohne Frauen ist keine Demokratie zu machen. Aktuell feiern wir 100 Jahre Frauenwahlrecht und wir blicken stolz auf 50 Jahre autonome Frauenbewegung. Wir würdigen ihre Kraft als bedeutendste soziale Bewegung der vergangenen Dekaden. Der Kampf für ein selbstbestimmtes Leben ohne Gewalt zieht sich wie ein roter Faden durch diese Bewegung. Und bis heute führt dieser Kampf Frauenrechtlerinnen und Feministinnen verschiedener Hintergründe, Überzeugungen und Generationen immer wieder zusammen. Denn strukturelle Diskriminierung, körperliche und psychische Gewalt gehören zu unserer Lebensrealität. In der Partnerschaft, am Arbeitsplatz, an öffentlichen Orten und zunehmend im virtuellen Raum. Darüber sollten wir nicht verschämt schweigen. Vielmehr müssen wir offen darüber reden. Wir müssen uns empören. Wir müssen unsere Rechte aktiv einfordern. Dafür hat vor einem Jahr MeToo eine weltweite Bühne geschaffen. Dort wurde mit großer Wucht die allgegenwärtige Gewalt in aktuellen Geschlechterverhältnissen verhandelt. Jetzt muss gehandelt werden. Wir müssen die politisch Verantwortlichen in die Pflicht nehmen. Wir verlangen Taten statt Worte, denn die Bedrohung wird größer, je mehr antifeministische, frauenfeindliche Kräfte und Stimmungen im politischen und im öffentlichen Raum an Einfluss gewinnen. Rückwärtsgewandte Familien- und Frauenbilder werden von rechten und rechtsextremen Kräften genutzt, um in der Mitte der Gesellschaft Fuß zu fassen. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, antidemokratisches und rechtsextremes Denken sind kein gesellschaftliches Randproblem. Weltweit erleben wir die Selbstermächtigung von Autokraten, die unsere Freiheit und den Frieden gefährden. Wir erleben die Wiederkehr prädemokratischer Verhältnisse. Wir erleben die Rückkehr eines überwunden geglaubten Patriarchats, hier und weltweit. Dagegen gehen wir heute auf die Straße. Gleichberechtigung aller Geschlechter, soziale Gerechtigkeit, Gewaltfreiheit und Selbstbestimmung. Das sind Grundvoraussetzungen für eine offene und freie Gesellschaft. Eine solche Gesellschaft wird uns nicht geschenkt. Wir müssen sie aktiv verteidigen. Deshalb sind wir hier, denn Frauenrechte und Demokratie sind unteilbar.